Herzlich willkommen zu diesem Podcast Nummer 102, Zeilcast 24 von Dienstag, dem 23. Januar 2024. Es sind unglaublich viele 23er und 24er in diesem Ding mit drin. Vielleicht reden wir noch über Zahlensymbolik. Heute mit Andrea Kral und dem Thema Energieheilung. Und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Hallo Andrea. Hallo, lieber Ralf. Das ist ja eine der Zeilcasts, das heißt, du warst auch eine von den Menschen, die in Zeilitzheim auf dem Kongress einen Vortrag gehalten haben. In deinem Fall sogar 2 Stunden, weil Genau. du hast gesagt, das muss man praktisch erleben. Das werden wir jetzt in dem Gespräch, glaube ich, nicht machen können. Also werden wir doch darüber reden, was du da angeboten hast. Erzähle, wer bist du und was hast du gemacht und was gibt es Spannendes von dir zu lernen? Ja, ich bin seit, kann man sagen, 30 Jahren schon in eigener Praxis tätig. Als Heilpraktikerin habe ich angefangen und es hat sich immer mehr in den Coaching-Bereich entwickelt und hat sich auch immer mehr in den Bereich Energieheilung entwickelt. Und mittlerweile nenne ich mein Tun Coaching und geistiges Heilen oder Coaching und energetisches Heilen. Und für mich ist das auch nicht mehr zu trennen, weil meine Erfahrung tatsächlich ist im Coaching-Bereich, wo ich mich am Anfang auch hauptsächlich in der Psyche aufgehalten habe, ja, und auch in psychologischen Mustern und Prägungen, die aufgrund negativer Erfahrungen entstanden sind. Das ist ja was Ähnliches, was im NLP auch so läuft, ne? Kam immer mehr auch durch eigene Erfahrung die spirituelle Dimension dazu. Und die spirituelle Dimension bedeutet, dass wir nicht nur Körper, Verstand, Gehirn und Psyche besitzen, sondern auch so etwas wie einen Geist, der weit darüber hinausgeht und auch eine Seele. Und diese Aspekte spielen immer eine Rolle mit. Und deswegen beziehe ich die auch ein in mein Coaching. Das heißt, manchmal will der Mensch irgendwas, weil er aufgrund von seinen familiären Prägungen und den gesellschaftlichen Prägungen in irgendeine Richtung steuert und die Seele ist aber kreuzunglücklich damit, ja, weil die Seele sich für dieses Leben und im Lebensplan einfach etwas anderes vorgenommen hat. Und das sind oft schwere Kämpfe, die die Menschen dann auszustehen haben. Und manche von uns kennen das vielleicht, dass man erstmal auch beruflich zum Beispiel in eine Richtung unterwegs war im Leben, wo man gemerkt hat, eigentlich stimmt es gar nicht für mich, ja, eigentlich möchte ich das gar nicht. Und da dann wieder auf den eigentlichen Weg zu kommen, auf den ureigenen Weg, das ist manchmal gar nicht so einfach. Und wenn man da die Möglichkeit hat, zum Beispiel direkt mit der Seele eines Menschen zu sprechen, ist das eine coole Angelegenheit, weil wenn der Mensch Kontakt mit der eigenen Seele aufnehmen kann und die durch den eigenen Mund dann sprechen hört, dann bekommt er Informationen aus allererster Hand, was eigentlich schiefläuft im eigenen Leben und wo es eigentlich langgehen sollte. Und jeder Mensch, der das schon mal erlebt hat, weiß, dass man das dann fühlt, ja, dass das richtig ist. Und man hat es eigentlich schon die ganze Zeit gewusst, weil irgendein Kontakt zu dem eigenen tiefsten Kern besteht ja immer, ja, aber man hat es irgendwie abgetan bisher. Und wenn dieser Kontakt dann wieder zustande kommt, das ist so beseelend im wahrsten Sinne des Wortes, ja, und macht die Menschen so glücklich. Und ja, und das ist dann oft aber auch erst der Anfang des Weges, ja, weil man weiß, okay, jetzt weiß ich, warum ich unglücklich bin, was schiefgelaufen ist, und ich weiß auch, wo es lang geht für mich. So, und wie reiße ich jetzt den Karren rum in meinem Leben, ja? Und da beginnt dann der Weg. Das heißt, Seele ist für dich was anderes als Psyche. Ja. Wo siehst du den Unterschied? Die Seele ist das, was durch deine Augen schaut. Die Seele ist das, was du mitgebracht hast in dieses Leben. Die Seele ist dieser
lebendige Teil, der in den Körper eines Menschen, während er entsteht, irgendwann einzieht und der wirklich dann durch diese Augen schauen kann. Und in dem Moment, wenn die Seele wieder auszieht aus dem Körper, findet der Tod statt, ja, stirbt der Körper und übrig bleibt dieses Fleischpaket, ja, was nicht mehr beseelt ist. Und dann kann es auch nicht mehr am Leben bleiben. Du meinst ja, Und du kamst ja irgendwie auch vorher aus der Heilpraktiker-Coaching-Szene. Das heißt, dann hast du wahrscheinlich in der Zeit auch mit der Psyche gearbeitet. genau. Was ist dann jetzt für dich die Psyche im Unterschied dazu? Weil da wird ja auch zum Teil gesagt, dass man sozusagen die unbewussten und verborgenen Absichten der Psyche, so NLP zum Beispiel, Teilearbeit und ähnliches, Ja, dann. genau. Also ich glaube, dass die Psyche ein Teil des körperlichen Seins des Menschen ist. Ja. Ja, und zwar über Gehirn und über Erfahrungsmöglichkeiten und so weiter, ist die Psyche anwesend und reift die Psyche im Laufe eines menschlichen Lebens. Und ein kleines Kind hat ja noch gar kein Ich-Bewusstsein. Ja. Das kann das ja noch gar nicht wahrnehmen, dass es unterschiedlich ist von dem, was es in der Welt wahrnimmt. Und das ist die Psyche, die dann erst sozusagen auch heranreift und geprägt wird. Aber vom ersten Moment an, wo das Kind die Augen aufschlägt, schaut die Seele des Kindes durch die Augen. Und der Unterschied, um das mal ganz einfach und bildhaft darzustellen, den kann man gut wahrnehmen. Jeder Mensch, der mehrere Kinder hat, weiß, diese Kinder sind von Anfang an total unterschiedlich, ja. Und die bleiben auch total unterschiedlich. Und ein Kind ist vielleicht total lebendig und quirlig und ja, hat so einen Forschergeist. Und ein anderes Kind ist eher sanft und mild und zurückhaltend und lässt sich lieber lenken. Und das sind die Wesensmerkmale einer Seele. Ja, das ist die Seele, die sich schon von Anfang an ausdrückt. Und die Psyche und die Persönlichkeit, könnte man sagen, das ist etwas, was die Seele sich wie einen Mantel überlegt in diesem Leben. Und dieser Mantel hat ganz bestimmte Eigenschaften und ganz bestimmte Besonderheiten. Und so kann die Seele, und ich denke auch, dass die Seele nicht nur in diesem Leben inkarniert, sondern ich glaube, dass es viele Leben gibt, wo unsere Seelen schon inkarniert sind. Und je nach Umfeld, ja, entwickelt die Seele eine ganz andere Persönlichkeit und eine ganz andere Psyche mit anderen Inhalten, mit anderen Prägungen und auch mit anderen Werten. Ja. Wenn meine Seele in Tibet inkarniert wäre jetzt, dann hätte sie eine ganz andere Psyche entwickelt. Dann hätte der Mensch eine ganz andere Psyche entwickelt. Ja? Das heißt, die Entwicklung der Psyche und auch der Werte, die daraus entstehen, die hat ganz viel mit dem Umfeld zu tun. Das heißt, du hast erst in deiner Arbeit mit Körper und Psyche gearbeitet, hast dann wahrscheinlich irgendwann gemerkt, dass du nicht bei allen Themen damit weiterkommst. Habe ich das richtig verstanden? Ja, und zwar hauptsächlich auch bei mir selbst. Ja, Ah. also ich hatte auch eine nicht so einfache Kindheit und Jugend und hatte wirklich auch viel Grund, an mir zu arbeiten. Und das habe ich auch getan. Also ich habe wirklich sehr neugierig in alle Richtungen geforscht, was es da gibt, ja, wie ich mir selbst und dann auch anderen helfen kann. Und da bin ich irgendwann einfach auf Grenzen gestoßen oder auf Phänomene gestoßen, wo ich gemerkt habe, das ist jetzt mit dem normalen Begriff der Psyche oder dem Menschsein, so wie wir es hier in unserem westlichen Kulturkreis kennen, überhaupt nicht mehr erklärbar. Ja? Ich habe gemerkt, da gibt es irgendwas, was größer ist, da gibt es etwas in mir, was größer ist und habe das einfach auch über die Beschäftigung mit spirituellen Themen immer mehr entdeckt. Ne? Und da gingen auf einmal neue Wege auf und ich habe neue Möglichkeiten gefunden, mir selbst zu helfen und weiterzuhelfen in meinem eigenen Leben. Das heißt, die Methode, die du jetzt machst, ist, so wie das klingt, keine, die du so komplett wo gelernt hast. Das ist eine, die du selbst entwickelt hast durch viele Einflüsse. Ja, man kann sagen, ich habe ein ganz eigenes Konzept mittlerweile entwickelt, aber in diesem Konzept
sind verschiedene Methoden beinhaltet, die ich zum Teil schon gelernt habe, die sich aber zum Teil auch komplett während meiner Praxisjahre entwickelt haben. Und da sind ganz unterschiedliche Methoden dabei. Also zum einen ist es die Matrix-Quantenheilung, haben viele von euch vielleicht schon gehört. Und das ist auch die Methode, die ich in Zeilitzheim vorgestellt habe. Und das ist eine energetische Heilmethode, wo wir mit einer bestimmten ganz einfachen Grundtechnik auf das sogenannte Quantenfeld zugreifen. Kann ich nachher aber noch ein bisschen mehr erzählen, aber erstmal im Überblick. Und dann arbeite ich aber ganz konträr, könnte man sagen, dazu auch mit Technik aus der neuesten Hirnforschung. Und daraus hat sich eine ganz neue Methode entwickelt, wovon NLPler auch immer sehr beeindruckt sind. Und die heißt Synapsenswitch, weil diese Methode eine Methode ist, die, wie gesagt, Techniken der neuesten Hirnforschung nutzt, mit der ich mich auch schon seit einigen Jahren intensiv beschäftige. Und mit der es möglich ist, negative Glaubensmuster augenblicklich abzulösen. Ja, also innerhalb von wenigen Sekunden. Durch Übungen, die man mit dem Gehirn anstellt. Und das ist super spannend und das ist auch was, was nicht spirituelle Leute sehr lieben. Womit fangen wir an? Ja, da weiß ich nicht, wie du magst. Dann nehmen wir doch einfach in der Reihenfolge, wie du es erzählt hast, und fangen mit der Matrix-Quantenheilung an, weil das ja auch dein Vortrag war. Ja. Das ist aber auch eine Sache, die du eigentlich selbst entwickelt hast, oder? Also mit Anregungen von außen. Ja, mit Anregung von außen. Also diese Matrix-Quantenheilung, die kam ungefähr im Jahre 2003 überhaupt das erste Mal nach Deutschland von zwei Amerikanern. Und zwar war das Richard Bartlett, der hat seine Methode Matrix Energetics genannt, also auf Deutsch Matrix-Energie. Und der andere ist der Frank Kienzlow, der nennt seine Methode Quantenheilung. Und das ist im Grunde genommen die gleiche Methode, die arbeiten etwas unterschiedlich damit. Die wenden das unterschiedlich an. Und ich nutze beide Herangehensweisen und nenne deswegen meine Arbeit Matrix-Quantenheilung. Das ist, und ja, damals, das war so neu, da gab es ganz wenig. Ich habe also bei Richard Bartlett selbst Seminare besucht in der Nähe von Frankfurt. Und habe da die Grundkenntnisse quasi mir erworben. Aber mit dieser Grundtechnik alleine konnte ich in meiner Praxis wenig anfangen. Ja, ich wusste nicht, was mache ich denn jetzt, wenn ich weiß, wie ich so eine Matrixwelle aus dem Quantenfeld hole. Wie gehe ich mit jemand um, der jetzt eine chronische Bronchitis hat oder ein chronisches Asthma seit 20 Jahren? Und wie gehe ich mit jemand um, der eine Depression hat? Also das sind ja völlig andere Baustellen und da habe ich dann angefangen zu forschen und zu schauen, welche Wellen, welche Frequenzen, welche Impulse braucht sowohl die eine Person als auch die andere Person, dass ich diese Störung, die da im Hintergrund im energetischen System liegt, auflösen lässt. Und so hat sich quasi meine eigene Methodik entwickelt. Das heißt, du erspürst dann dieses Feld, in dem einer ist, und beginnst mit diesen Wellen in diesem Feld zu arbeiten. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, genau. Und die Technik, die Grundtechnik ist die sogenannte Zwei-Punkt-Methode und die ist wirklich kinderleicht. Das können auch Kinder lernen. Also ich habe schon Kinderseminare gegeben, das war sehr beeindruckend. Und beim ersten Seminar waren die Kleinsten 8 Jahre alt und der Älteste war 14. Und Kinder haben das noch viel schneller gelernt als die Erwachsenen, weil die nicht so viele Zweifel und Widerstände haben, ne? Und es gibt so eine Grundtechnik, die hat man innerhalb von 10 Minuten erklärt, wie man das mit den Händen macht, die sogenannte Zwei-Punkt-Methode. Und dann hat an dem einen Wochenende die kleine 8-jährige Anna dem kleinen 8-jährigen Nils mal alle Ängste weggematrixt.
Die Mutter rief mich nach 4 Wochen an und sagte: Andreas, ist so toll, ich bin so froh, dass ich dir den Nils geschickt habe. Der war vorher so ängstlich, der hat mir immer am Rockzipfel gehängt, sogar im Restaurant. Ich musste mit auf Toilette und mit in die Kabine gehen, ja, weil der immer so eine Angst hatte. Immer musste ich überall dabei sein. Und jetzt sagt sie, das war nach dem Seminar, wir waren in Hamburg, auf einmal mitten in der großen Stadt rief der: Mama, ich muss mal. Und rannte los, ja, und zwar ganz alleine. Da hinten hat er irgendwo ein Schild gesehen, WC, und rannte los, sagt sie. Und seitdem, das ist ein völlig normaler Junge jetzt. Ja. Der schläft jetzt woanders, der verabredet sich mit anderen, der schläft jetzt auch bei den Großeltern und mal bei Freunden. Sagt sie, es hat sich vollkommen umgedreht. Ja. Du meinst gerade, dass Kinder nicht so diese Skepsis und den Zweifel haben? Wo glaubst du, kommt dieser doch sehr verbreitete Zweifel und diese verbreitete Skepsis her? Also es ist ja Ja. sozusagen typisch, dass Erwachsene da so ein bisschen so, woher glaubst du, kommt das? Naja, das kommt einfach durch die Prägung hier in unserem Kulturkreis, ne? In anderen Kulturkreisen ist das nicht so, ja. Also in Russland zum Beispiel ist das Thema Geistheilung sehr, sehr populär und einfach altbekannt. Da hat heute noch jedes Dorf hat einen Heiler, ja, War das weil bei die uns nicht Leute. früher auch so? Ja, ganz früher war das auch so. Ganz früher war das auch so. Aber das ist bei uns noch viel, viel länger her. Ne? Da haben Frauen Warzen abgekauft oder Warzen besprochen. Ja, und es gab Frauen, die haben mit Handauflegen oder auch Männer, ne? Heiler, die haben mit Handauflegen geheilt. Und Menschen, die das von Natur aus hatten, diese Gabe, ja, mit den Händen zu heilen, das gab es bei uns auch. Ne? Aber durch unser modernes technologisches Zeitalter ist das immer mehr ins Hintertreffen geraten. Und dann hat sich sowas etabliert, so ein Glauben, dass das Humbug ist, dass es das nicht gibt. Ja? Und der Glaube an die Naturwissenschaft und die Weißkittelmedizin hat das andere total verdrängt. Und da glaubst du, kommt die Skepsis her, die heute Ja. verbreitet ist. Ja, genau. Ja. Und auch in Mittelamerika, Südamerika, ja, da gibt es auch den Schamanismus immer noch, den südamerikanischen Schamanismus. Und die arbeiten ganz normal, auch mit den Ahnen und mit irgendwelchen Kräften und Energien. Und da ist es ganz normal. Und die Leute da, für die ist das üblich, ja, auch zu einem Heiler zu gehen, wenn sie irgendeine Krankheit haben. Also siehst du dich dann sozusagen in der Tradition von diesen weisen Frauen, Kräuterfrauen, Handauflegerinnen, die Ja, findet man in irgendwie unserer schon. Kultur, Wobei, ja? ja, irgendwie schon. Wobei ich eine, würde ich sagen, eine ganz moderne Variante bin. Ja, weil ich mache Ich auch glaube, die Diskurs. waren damals, ich glaube, die waren zu ihrer Zeit auch modern. Ja, Die, genau. heute Ja, sehen die für uns alt aus, aber zur damaligen Zeit war das das Moderne. genau. Ich mache auch Business Coaching, ja. Und zu mir kommen Menschen aus Führungsetagen, die irgendwelche Probleme haben, wo sie mit normalem Coaching einfach nicht weiterkommen. Und da kann man durchaus mal schauen, ja, was liegt da vor. Und Ist ja eigentlich auch logisch. Ich meine, wir Menschen bestehen aus vielen verschiedenen Teilsystemen und es ist doch auch gut, wenn man sich um jedes Teilsystem kümmert. genau. Also, wieso sollte nur körperlich, nur psychisch, nur sozial die Lösung sein? Genau. Und ich meine, die Aufstellungsarbeit, die hat ja auch schon gezeigt, ne, dass wir auch nicht nur in unserem eigenen Kokon quasi sitzen und alles nur mit uns selbst zu tun hat, sondern auch teilweise Sachen aus der Ahnenreihe kommen, ja, irgendwelche Muster, irgendwelche Konzepte sich einfach weitergegeben haben, ne, an denen man dann heute krankt oder unter denen man leidet. Und das ist gar nicht etwas ist, was ich mir selbst jetzt ausgedacht habe oder was nur in meinem Leben entstanden ist. Ne? Das war ja schon so eine Überleitung dahin, könnte man sagen, zu diesem erweiterten Begriff von was bedeutet Mensch zu sein. Ja? Und ich vermute mal, zu dir kommen dann wahrscheinlich auch viele Leute, die halt Schulmedizin probiert haben und da nicht zufriedenstellende Lösungen hatten, schätze ich jetzt mal. Klingt ja so, Ja. als ob auch dein Weg so wäre, dass du sozusagen erst das probiert hast, was in unserer Kultur das Naheliegendste ist.
Und dann halt die Erfahrung gemacht hast, dass es nicht alles hilft oder nicht bei allem Genau. hilft. Genau. Ich kann vielleicht mal ein kleines Beispiel erzählen. Gerne, gerne. Zu mir kam mal vor ein paar Jahren in meine Praxis ein Mann, den hatte seine Frau geschickt. Und die Frau hat erzählt, mein Mann Mitte 30, der hat jetzt schon den achten Bandscheibenvorfall. Und der nimmt seit 10 Jahren schon starke Schmerzmittel, weil er es einfach nicht mehr anders aushält. Also der hat so Rückenprobleme. Und er ist jetzt schon wieder mit dem achten Bandscheibenvorfall zu Hause. Und er ist Kfz-Mechaniker. Und er hat einfach mittlerweile total Angst, dass er seinen Job verliert, weil er so oft krank ist. Ja? Und der ist total verzweifelt. Wir waren überall, keiner kann helfen. Die ersten beiden Bandscheibenvorfälle wurden operiert, hat gar nicht viel gebracht, die anderen jetzt nicht mehr, ja. Aber ja, es kommt immer wieder so. Und der Mann kam zu mir. So ein Schrank, ja, ein Riesenkerl, muskulös, sah total gesund aus. Und dem wollte ich dann erklären, was ich jetzt mache mit der Matrix-Quantenheilung. Ach, hat er gesagt, Frau Kral, ich brauche nichts zu wissen. Wenn Sie mir helfen können, machen Sie einfach mal. Ja. Und ich habe dann verschiedene Heilungsfrequenzen eingeladen. Ja. Und die dritte oder vierte Heilungsfrequenz aus dem Quantenfeld war Auflösung und Heilung aller negativen und traumatischen Erfahrungen, die hinter diesen Bandscheibenvorfällen liegen. Und dann fing er auf einmal an zu weinen. Er musste sich setzen, ja, hat das Gesicht hinter den Händen so verborgen und weinte bitterlich so 2, 3 Minuten lang. Das ist dann, wenn sowas kommt, wie so ein Schauer geht aber schnell vorbei. Und dann sagte er, jetzt weiß ich, warum ich so schlimm am Rücken habe. Ich habe Bilder gesehen aus meiner Kindheit, Situationen mit meinem Vater, die sich immer wieder wiederholt haben. Jetzt weiß ich, warum ich so schlimm am Rücken habe. Und dann hat er sich beruhigt, dann hat sich wieder hingestellt. Ich habe ihn weiter behandelt mit verschiedenen Heilungswellen, ja, Auflösung und Heilung aller körperlichen Übergriffe, Gewalttaten und Verletzungen, die geschehen sind in dem Zusammenhang. Auflösung und Heilung aller seelischen Wunden und Verletzungen, die dadurch entstanden sind. Und ich habe nicht gewusst, was er gesehen hat. Er wollte es mir nicht erzählen, ja. Aber das ist das Tolle, man muss das gar nicht wissen, ja, welche Ursache eine Erkrankung hat. Das zeigt sich entweder während der Sitzung oder auch nicht, aber die Heilung ist trotzdem möglich, ne? Und am Ende der Behandlung sagt er, es ist ganz erstaunlich, ich habe kaum Schmerzen, das habe ich seit Jahren nicht mehr erlebt. Er ging also fast schmerzfrei aus der Praxis raus. 4 Wochen später war seine Frau wieder bei mir und er hatte sich nicht gemeldet bei mir nach einer Woche, wie ich darum gebeten habe. Und ich habe dann seine Frau gefragt, sag ich, sagen Sie mal, was ist denn eigentlich mit Ihrem Mann? Wie geht's denn dem? Mein Mann, ach so, nur der ist schmerzfrei, seitdem er bei Ihnen war. Und ich habe nie wieder was von ihm gehört. Ja? Und von daher gehe ich davon aus, dass es ihm gut geht. Ja? Und das ist meine Erfahrung, dass die Ursache von so langwierigen oder immer wieder auftretenden Beschwerden, egal ob sie körperlich oder seelisch, psychisch sind, dass die eine ganz tiefe Ursache haben, ja, und an die man oft über den Verstand oder über die Psyche oder über Nachdenken oder über darüber sprechen gar nicht rankommt, ja. Und solche Wunder kann ich Gott sei Dank sehr oft erleben in meinem Tun. Ja, das sind wirkliche Wunder. Wunderschön. Trotzdem würdest du, wenn ich dich richtig verstehe, jetzt so ein Beispiel nicht sagen, dass es was Biografisches war, was Psychisches oder also quasi nicht NLP, Change History oder sowas. Es ist für dich eine seelische Ebene. In dem Fall war es jetzt eine biografische Ursache, da hast du schon recht, ja. Und manchmal ist es aber auch so, dass die Leute in so einer Situation Bilder bekommen aus einem vergangenen Leben. Ja. Dass die auf einmal jemand, der totale Hüftschmerzen hat, ja, und immer wieder hatte ich auch schon mal, und keiner konnte helfen, keiner konnte helfen. Und dann hat der Mann auf einmal gesehen,
sagte, ich sehe auf einmal, wie ich von einem Leiterwagen überfahren werde. Das ist so ein ganz uraltes Ding, sowas gibt es heute gar nicht mehr. Die Leute sind angezogen wie im Mittelalter, ja. Und ich werde von diesem Leiterwagen überfahren. Und das ist meine Hüfte, die gebrochen ist, ja. Und dann haben wir diese Hüfte geheilt. Und danach waren die Beschwerden weg. Und das heißt, die Ursachen, die können tatsächlich in anderen Leben liegen. Und damit kommst du über Biografiearbeit nicht mehr dran, ja. Da können die Leute über Reinkarnationstherapie zum Beispiel auch dran kommen. Und der große Vorteil, der aus meiner Sicht die Matrix-Quantenheilung hat, ist, dass du nicht wissen musst, kommt es aus diesem Leben, kommt es aus dem vorgeburtlichen Bereich zum Beispiel, ist es ein Trauma, was eigentlich die Mutter erlebt hat und du als Fötus mit, ja? Oder kommt es aus einem vergangenen Leben durch irgendwelche negativen Erfahrungen? Ich kann diese Heilfrequenzen einfach dahin schicken, wo die Ursache liegt, ja? Und dort wirkt diese Energie. Und warum das funktioniert, kann ich dir auch nicht erklären. Ja, das ist auch ein Wunder. Aber Tatsache ist, man kann es sehen. Es funktioniert. Ja. Was mich ja auch wundert, es ist, wie du beschreibst, wenn man es gelernt hat, relativ einfach. Es hat häufig erstaunliche Effekte. Warum ist es so wenig verbreitet? Also, ich meine, wie du schon selber sagst, an jeder Ecke gibt es einen Arzt, es gibt sehr, sehr viele Coaches, aber es ist, diese Energieansätze sind doch immer noch relativ wenig verbreitet, oder? Ja, natürlich. Wie erklärst du dir es? Das ist einfach diese Skepsis, vor der wir vorhin gesprochen haben, ja, diese Programmierung könnte man sagen, diese Konditionierung, an solche Sachen nicht zu glauben, an solche Sachen abzutun, Naja, ja, aber und deswegen Moment, ich sich das dachte, auch nicht verbreiten. würdest du sagen, man muss daran glauben, dass es funktioniert? Nein, 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 Eben, aber weil wenn du jemand hast. das absolut nicht für möglich hält, ja, und glaubt, wenn er davon hört, es ist Humbug, dann würde so jemand auch nie dahin gehen. Die meisten Leute gehen da nicht dahin und probieren es auch nicht aus. Weil du hast ja jetzt gerade mal diesen Klienten von dir so beschrieben, als ob der das zwar nicht bezweifelt hätte, aber dem einfach neutral gegenüberstand. So nach dem Motto, ich lasse mich mal Genau. drauf ein, mal gucken, was passiert. Genau. Man muss überhaupt nicht dran glauben. Man muss es einfach für möglich halten. Also eine offene Neugier nach dem Motto, interessant, das will ich mal überprüfen, das gucke ich mir mal an, das reicht vollkommen aus. Aber du meinst, wer sozusagen innerlich wirklich dagegen eingestellt ist und sagt, so was kann nicht sein, das ist Humbug, da wird es dann schwierig. Ja, genau. Also wir können willentlich unser Energiefeld verschließen, ja. Das heißt, wenn wir uns zumachen, so wie der Volksmund das ja auch sagt, dann sind wir auch zu, sind wir auch energetisch zu. Und dann kann so eine Welle nicht reinkommen. Ja? Ich hatte mal eine kleine Vierjährige, die mit ihr in die Praxis gekommen ist, die hat auch ein ganz schlimmes, traumatisches Erlebnis gehabt, konnte überhaupt nicht mehr schlafen. Und nach 6 Wochen hat die Mutter den Weg zu mir gefunden und ich habe die Kleine einmal behandelt und wir haben in dieser Manier, wie ich es dir eben schon vorgemacht habe, diese traumatische Erfahrung gelöscht im System und geheilt in der Psyche und im Körper. Und ab dem Moment konnte die Kleine wieder schlafen, es war alles wunderbar. Ein paar Wochen später war wieder irgendwas, nicht so schlimm, aber wieder irgendwas und die Mutter kam wieder mit der Kleinen und die Kleine hatte aber schlechte Laune und hatte keinen Bock. Die kam wirklich so in die Praxis rein, ja. Ein Schmollmund, die Arme vorm Körper verschränkt und Mutter musste sie zwingen, quasi mitzukommen. Sie hatte aber keinen Bock. Da ging keine Welle rein. Ja, das war, als ob ich die Wellen gegen eine Wand laufen lasse. Ja, es war nicht möglich. Das war für mich auch eine sehr interessante Erfahrung. Und deswegen, wenn mir dann Menschen, die bei mir das Einführungsseminar mitgemacht haben, und dann kann man das direkt. Ja, es ist wirklich sehr einfach. Wenn die nach Hause kommen, ich sage immer, probiert es aus mit den Leuten, die offen dafür sind. Ja, wenn da jemand zu Hause ist, der auch so die Arme verschränkt und sagt, ich glaube da zwar nicht dran, aber bitte mach mal. Ja, also dann funktioniert das nicht. Ja, das Energiefeld ist wirklich zu. Das heißt, da können wirklich auch Vierjährige schon mit dem vierjährigen Willen das komplett ablocken. Ja, also viel, ja, genau. Dieses Zumachen, da kommt nichts rein. Ja, das fand ich auch interessant, ja. Aber da fragt man sich doch eigentlich, warum sucht sich
eine Seele sowas aus? Das klingt doch paradox. Also eine Seele sucht sich sozusagen einen Körper und eine Psyche und ein Leben aus, wo sie sich dagegen blockt und stellt, das zu erleben. Es klingt Ja. unverständlich. Ja, also da kommen wir natürlich in einen ganz großen Bereich Ja. rein. Ja, warum suchen wir uns überhaupt negative Erfahrungen Ja. aus, wie es ja gesagt wird und so weiter? Also das finde ich sehr schwierig, darüber zu sprechen. Das können wir, glaube ich, nicht wirklich begreifen. Und ich finde an der Stelle das Bild ganz schön, das verstehen zu wollen. Das ist ungefähr so, wie wenn du einen Regenwurm mitnimmst an Frankfurter Flughafen und dem versuchst, den Ablauf da zu erklären. Ja? Es ist hoffnungslos. Ne? Es ist hoffnungslos. Ich glaube, bei uns ist es einfach gut, wenn wir uns auf dem Weg der Lösungen bewegen. Ja? Wirklich schauen, wa was, was kann ich tun? Womit geht es mir besser? Was hilft mir, ja? Mein Leiden zu reduzieren? Ne? Meinst du also, dass wir von dem ganz Großen sehen wir ein kleines Stückchen, und wenn man ein kleines Stückchen mehr sieht, kriegt man ein bisschen mehr Heilung ins Leben? Ja, genau. Und einfach dem der eigenen Erfahrung vertraut, ja. Und ich finde es immer klug, Dinge, die ich noch nicht kenne, wo ich keine Ahnung habe, ob das funktioniert oder nicht, die nicht von vornherein abzulehnen, weil ich habe in meinem Leben schon so viel erlebt, wo mein Verstand vorher dachte, das kann ich mir nicht vorstellen, ja. Und dann hat es doch funktioniert, ja. Und irgendwann kommt man auf den Trichter, dass der Verstand einfach immer alles ablehnt, was er noch nicht kennt. Und dass ich als Seele, und da sind wir wieder bei diesem Unterschied, dass ich dem Verstand nicht immer alles glauben muss, was Da der habe ich jetzt, sagt. hast du vielleicht gesehen, habe ich jetzt kurz gezuckt, weil du sagst, der Verstand lehnt alles ab, was er nicht kennt. Das widerspricht für mich dem Prinzip Neugierde. Ich meine, Neugierde ist ja etwas, was uns enorm antreibt, auch als Menschen. Und Neugierde ist doch eigentlich genau dieses, da verstehe ich was nicht. Man könnte ja auch auf diese Energiearbeit neugierig sein. Genau. Ja. Und da ist aber meiner Meinung nach ein anderer Aspekt, der da neugierig ist. Ja, das ist ein anderer Aspekt. Der Verstand, der ja auch eng verknüpft ist mit dem Ego, der will immer Sicherheit. Der reine Verstand, ja, so wie er bei uns im Westen konditioniert ist, der will Sicherheit. Der will im Bekannten sich aufhalten, der will wissen, was Sache ist, der will immer gleich zuordnen können, der will auch einen Plan haben, der will wissen, was in der Zukunft geschieht und welchen Weg ich einschlage und was da genau passiert. Und alles, was so sehr schwammig ist, wo ich überhaupt nicht weiß, wohin ich mich da bewege, ja, das macht sehr verstandesorientierten Menschen Angst. Und das wollen die nicht. Und wir alle kennen Menschen, die sehr verstandesorientiert sind. Ja. Und die sind in der Welt meistens so unterwegs, ja, dass die auch alles Neue, was sie nicht einschätzen können, was sie nicht vorausberechnen können, was das mit ihnen macht, da begeben die sich lieber nicht rein. Ja. Das heißt, für dich wäre dann sozusagen dieser Archetyp des, ich mache mal ein Klischee, des neugierigen Wissenschaftlers, das wäre dann jemand, wo die seelische Komponente zum Verstand dazukommt? Ja, so ungefähr könnte man sagen. So ungefähr könnte man sagen. Weil das Ja. ist ja dann jemand, der sehr verstandesmäßig an das Leben rangeht, aber halt auch von einer unglaublichen Neugierde getrieben ist. Ich meine, gerade Eben. wenn du sowas sagst wie Gehirnforschung. Die Gehirnforschung findet ja in den letzten Jahren die faszinierendsten Sachen raus. Und die gehen ja wirklich sehr verstandesgemäß ran. Und neugierig. Ja, eben, eben. Und das braucht man, ja. Und die ganzen tollen Entdeckungen, die sind immer von genau solchen Forschern gemacht worden, ja, die den Verstand als Instrument nutzen, aber nicht als Herrscher im eigenen System quasi aufstellen, ja. Dann kann die Seele und können die anderen Aspekte des Menschlichen, die neugierig sind, ja, und alles erstmal für möglich halten und sagen, ich glaube nichts, ich will alles überprüfen, ja. Das sind die Forscher und die Wissenschaftler, die dann die neuen Dinge herausfinden. Und das sind ja auch die Quantenphysiker. Ja, die Quantenphysiker, das waren sehr skeptische Wissenschaftler, die gesagt haben, alles das, was die Physik bisher behauptet hat,
Das möchten wir noch mal ganz neu überprüfen. Ja. Siehst du in dem, was die Quantenphysik herausgefunden hat, eine Verbindung zur Spiritualität? Ja, natürlich, natürlich. Die geben sich ja gerade die Hand. Die geben sich die Hand. Ja. Also das Also ist ist ja es die. dann in gewisser Weise die Stelle, wo sich sozusagen das westlich rationale Denken mit dem spirituellen Denken anfängt zu versöhnen mit Blick auf die Zukunft? Können wir Hoffnung schöpfen? Ja, natürlich, so sehe ich das. Ja, also da begegnet sich gerade Spiritualität und die Wissenschaft. Ne? Und Einstein hat ja, oder ich glaube Heisenberg, das war ein deutscher Physiker, der auch den Nobelpreis erhalten hat, der hat mal gesagt, der erste Trunk aus dem Becher der Wissenschaft macht atheistisch. Aber am Grunde des Bechers findet man Gott. Ja. Und ja, das ist so auch dieses sogenannte Quantenfeld, ja, das haben ja auch die Quantenphysiker herausgefunden. Das ist ja das, wo die mittlerweile sagen, das, wo wir früher gedacht haben, da ist nichts, auch draußen im Weltraum zwischen den Planeten, das ist nichts, das ist einfach nur leer. Wir wissen mittlerweile, dass das nicht stimmt. Wir können messen, dass es da ein Feld gibt. Und dieses Feld hat Informationscharakter. Das ist ein Informationsfeld. Und manche Quantenphysiker sagen auch Nullpunktfeld dazu, weil in der Null mathematisch gesehen ist ja, sind ja alle Zahlen enthalten. Und genau auf dieses Quantenfeld, wo wir in der Matrixarbeit das Matrixfeld sagen, das so nennen, ja, genau darauf greifen wir mit dieser sogenannten Zwei-Punkt-Methode zu und greifen genau auf dieses, auf diese Vielfalt der Informationen zu, die darin enthalten sind. In diesem Quantenfeld sind alle Informationen für alles Existierende vorhanden. Also auch alle Lösungsinformationen, alle Heilungsfrequenzen, die man sich nur vorstellen kann. Ja? Und die können wir herunterladen sozusagen aus diesem Quantenfeld und können sie nutzen für die Heilung, für die Wiederherstellung der ursprünglichen Ordnung, ja. Und das ist einfach genial, ja. Ist schon schön, wenn sich dann diese energetisch-spirituellen Sachen letztendlich doch widerspiegeln, teilweise fast beweisen lassen Genau. in unserer wissenschaftlichen Bebilderung, ne? Genau, die bestätigen sich dann gegenseitig sozusagen, ne? Die kommen aus zwei verschiedenen Richtungen, aber irgendwo treffen die sich dann und sagen die sich gegenseitig genau. So ist es, ja. Okay, wir hatten zwei Themen. Möchtest du jetzt, weil ich gucke auf die Uhr, zum zweiten, ich meine, wir können noch Stunden darüber reden, das Ja, ist klar, aber nein, ja, da würde ich wir sagen, würden wir machen es so wie gerne. bisher immer, dass wenn entsprechend Feedback kommt und Leute sagen, da wollen wir mehr dazu wissen, dann würde ich dich nochmal einladen, dass wir es vertiefen können, aber jetzt vielleicht nochmal ein Schwenk auf das andere Thema. Ja. Also der sogenannte Synapsen-Switch, ja, eine Methode, wo mit der es möglich ist, innerhalb ein paar Minuten negative Überzeugungen, negative Denk-, Gefühls- und Glaubensmuster wirklich komplett aufzulösen. Und ich habe mich seit Jahren ja schon mit den Techniken aus der Hirnforschung beschäftigt und auch eigene Themen damit immer wieder bearbeitet. Und es gibt da ja etliche Methoden, ja, das EMDR ist sowas. Dann gibt es die verschiedenen Klopftechniken, das EFT oder das MET und dann auch Ausgleich der Hirnhälften und so. Und habe damit auch schon gearbeitet und habe da auch Ausbildungen gemacht, um da mal reinzuriechen, wie ist das? Ist das was für mich? Finde ich das gut und so. Und ja, ich habe einige Erfolge damit gehabt, aber es hat mich nicht befriedigt. Und so habe ich weiter geforscht und habe auch wirklich immer wieder geguckt, was haben die Hirnforscher Neues gefunden, ja, was haben die Neues gefunden? Und da habe ich vor ein paar Jahren eine Technik gefunden, die genutzt wurde, um Menschen, die in akuten Panikattacken sich befinden, augenblicklich aus dieser Panikattacke rauszuholen. Ja? Und zwar mit einer Übung, die auch mit dem Gehirn stattfindet.
Und damit habe ich experimentiert und ganz enorme Erfolge erzielt in der Praxis. Und dann habe ich irgendwie im Gefühl gehabt, Moment mal, wenn das so und so funktioniert, wie die Hirnforscher das erklären, dann muss es doch möglich sein, dass man das nicht nur bei Panikattacken einsetzen kann, sondern bei allen anderen negativen Zuständen, ja. Und habe dann angefangen, in meiner Praxis damit zu forschen, und meine Klienten müssen dann immer herhalten als Versuchskaninchen. Und erstaunlicherweise hat sich das wirklich bestätigt, dass man damit also wirklich auch in allen möglichen anderen Zuständen sofort die dahinterliegenden Muster im Gehirn entkoppeln kann. Und um das zu verstehen, erzähle ich vielleicht gleich auch mal zwei Beispiele. Ein Mädchen kam zu mir mit ihrer Mutter, eine 14-Jährige, und die Mutter hat erzählt, seit einem halben Jahr ist das Mädchen kaum noch in der Schule, weil ihr ständig übel ist. Und ich habe es auch gesehen, die saß da, weiß wie die Wand, ganz bleiche Lippen. Wir kennen das, wie ein Kind aussieht, dem gerade schlecht ist, ja. So saß die dann da, und die Mutter hat erzählt, es fing im Kindergarten schon an, dass die Kleine Angst hatte, wenn Magen-Darm da war und ein anderes Kind erbrochen hat, dass sie auch erbrechen könnte. Und es hat sich immer mehr zu einer Panik gesteigert. Und sie haben dann im Schulalter, wo das auch immer noch so war, auch schon zwei Therapieversuche gemacht und auch im letzten Jahr nochmal eine Psychotherapie, eine Verhaltenstherapie gemacht, aber das hat irgendwie alles nicht wirklich geholfen. Und jetzt sagt sie, ist es seit einem halben Jahr so schlimm, wie gesagt, dass sie kaum noch in der Schule ist und ihr auch zu Hause permanent übel ist. Und ich habe mit dem Mädchen gearbeitet, habe ihr kurz erklärt, wie die Technik abläuft und wie das funktioniert. Da schiebt man Gedanken und Bilder im Kopf hin und her, je nachdem, ne? Man muss dann so ein paar Vorübungen machen, dass ich weiß, wie sind die Gehirnhälften ausgerichtet bei den Mädchen. Und dann schiebt man Bilder und Gedanken im Kopf hin und her. Und das hat ungefähr 10 Minuten gedauert. Das haben wir ein paar Sachen gemacht. Und auf einmal sagt sie, mir ist nicht mehr übel. Man konnte zusehen, wie das Mädchen Farbe ins Gesicht gekriegt hat, die Lippen plötzlich durchblutet waren, ja, und sie sagte, oh, mir ist nicht mehr übel, ne? Und dann hat sie gelacht und ihre Mutter angeguckt, und die Mutter guckt mich ganz ungläubig an, ja, sagt sie, so habe ich die seit Monaten nicht mehr gesehen, ne? Und dann habe ich dem Mädchen noch erklärt, wie sie das zu Hause selbst machen kann, wenn so eine Situation kommt. Und die typische Situation ist, sie sitzen beim Abendessentisch und ihre kleine Schwester sagt, ach, mir ist irgendwie übel, ich habe keinen Appetit. Ja, das hat gereicht, um bei ihr also völlig die Situation kippen zu lassen. Und dann habe ich gesagt, und wenn sowas ist, dann machst du diese eine Übung, die wir bei ihr herausgefunden hatten, die am besten funktioniert, ne, vom Synapsen-Switch. Da gibt es also verschiedene Techniken, die ich da nutze. Naja, auf jeden Fall nach einer Woche rief mich die Mutter an und sagt, die Übelkeit ist vollkommen weg. Die macht die Übung immer fleißig selbst, ja, wobei das gar nicht erforderlich gewesen wäre, aber sie hat ihr so einen Spaß gemacht, weil die auch so leicht ist. Und seitdem ist das Thema erledigt. Das ist weg. Es ist weg. Ja, es ist wirklich weg. Wenn du das so sagst mit dem Umherschieben innerer Bilder als NLP höre ich da Submodalitätenarbeit, hat das Ähnlichkeiten? Das weiß ich nicht, weil ich keine NLPlerin Ach so, bin. weil du dich vorhin auch auf NLP selbst bezogen hast, dachte ich mir, da Ja, ist ich habe meine NLP-Grundausbildung gemacht, vor vielen Jahren, ja. Aber ich weiß nur von anderen NLPlern, dass das mit dieser Technik nicht so schnell funktioniert. Ja. Und das Wunder, und das ist das, was da noch dazu kommt. Das Wunder, was sich da oben drauf setzt, ist Folgendes. Und zwar landen Menschen, die aus dieser negativen Überzeugung rauskommen. Zum Beispiel, ich erzähle ein Beispiel. Ich hatte mal eine Frau, die hat sich getrennt
von ihrem Mann und hatte da große Panik davor, weil sie gesagt hat, ich kann nicht alleine sein. Ja, wenn ich alleine bin, dann fühle ich mich absolut elend und verlassen. Und da habe ich große Angst vor, wie soll das dann sein, wenn ich alleine bin, ne? Alleine in der Wohnung und so. Und es war dann soweit, dass klar war, sie hatte sich jetzt getrennt und das erste Wochenende stand an. Unter der Woche, wenn sie arbeiten ging, hat sie gesagt, ist alles okay. Aber dann Wochenende hatte sie Panik davor. Und dann haben wir miteinander gearbeitet. Und dann haben wir die entsprechenden negativen Glaubenssätze rausgearbeitet, was sie glaubt, was da passiert, ja, oder wie sie sich fühlt. Und haben dann mit dem Synapsenswitch diese Glaubenssätze entkoppelt. Und was dann geschieht, ist, dass die Menschen in einer völlig neuen Welt landen und plötzlich wie mit neuen Augen, als ob eine Brille abgenommen worden ist, mit neuen Augen die Situation sehen. Und die sitzt da mit geschlossenen Augen und sagt, boah, auf einmal sieht es ganz anders aus. Ich sehe mich in meiner Wohnung und ich denke, ach, wie schön, das ganze Wochenende habe ich jetzt nur für mich. Und vorher sagte sie, ich weiß gar nicht, was ich dann machen soll, so viele Stunden, ja. Und nach dem Synapsenswitch sagte sie, oh, und mir fallen auf einmal Sachen ein, die ich so, oh, endlich mal wieder stricken, ja. Und mal alleine spazieren gehen, ja. Und auf einmal fielen ihr lauter Sachen ein. Und sie sagte, und weißt du was? Ich fühle mich auf einmal mit mir so gut. Ja, einfach nur mit mir sein. Naja, ich mache es kurz. Das war das Ende. Und ich habe sie gebeten, die Woche drauf sich zu melden, nachdem das Wochenende dann stattgefunden hat, weil das ist ja immer die Bewährungsprobe dann. Ist es dann auch so, ne? Und sie hat sich gemeldet und hat gesagt, Andrea, das war das schönste Wochenende meines Lebens. Ja. Diese ganzen Ängste, diese ganzen Vorstellungen, das war alles weg. Es ist nichts davon aufgetaucht. Und sie freut sich jetzt schon aufs nächste Wochenende. Ja, und manchmal ist es so, wenn das ein, und das finde ich interessant, dass die Hirnforscher das mittlerweile mit ihren bildgebenden Verfahren ja genau beschreiben können, was da im Gehirn passiert, ja. Und durch diese Techniken, die ich da nutze, sagen die Hirnforscher, werden in diesen neuronalen Bahnen, wo diese negativen Überzeugungen abgespeichert sind, werden sofort Synapsen abgebaut. Und auf der anderen Seite, wo man dann in diesem Neuen landet, in der neutralen Wahrnehmung, werden sofort Synapsen aufgebaut. Das heißt, der Trigger, die Triggersituation wird sofort neutral im Gehirn verknüpft. Und es kann sein, dass wenn auf dieser neuronalen Datenbahn zu wenig Synapsen abgebaut worden sind oder wenn es sich um eine Datenautobahn handelt, ja, diese negative Überzeugung schon seit Jahrzehnten quasi immer mehr stabilisiert worden ist im Gehirn, ja. Dass mit einem Durchgang Synapsen-Switch das nicht ausreicht, sondern dass da das sich wieder stabilisieren kann, dass das eventuell nochmal kommt und dass man das ein paar Mal wiederholen muss. Meine Erfahrung ist aber, dass wenn man das zwei, drei oder viermal wiederholt hat, wenn es sich nochmal zeigt in abgeschwächter Form, dass sowas dann komplett weg ist und nie wieder auftaucht, ja. Dass also diese neuronale Datenautobahn so weit abgebaut ist, dass so viele Synapsen abgeschaltet worden sind, dass das Gehirn diesen Weg nie wieder laufen kann. Ja. Und das ist phänomenal verbunden mit dem, dass die Leute in einer völlig neuen Wahrnehmung aufwachen und ihr Leben plötzlich in einer völlig neuen Art sehen und tatsächlich auch leben können. Jetzt weiß ich von der Glaubenssatzarbeit im NLP, dass es da oft sehr lange braucht, erstmal den Glaubenssatz zu finden, der eigentlich quer liegt. Hast du da eine eigene, nochmal eine Methode, einen Trick, eine Abkürzung? Ja, das hat sich durch meine Arbeit in meiner Praxis entwickelt. Also ich habe da die Leute ganz schnell. Wobei das tatsächlich im Seminar, wenn ich die Methode vermittle, es gibt auch ein Seminar, Synapsen-Switch,
Da merke ich auch, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, der manchen Leuten nicht so leicht fällt, ne, den entsprechenden Satz zu finden. Ja, die kommen ja normalerweise nicht und sagen ihn erstmal, ne? Das ist ja Ja, genau. Nee, selten. nee, nee. Die sagen, ich bin wütend, mein Mann, der ist immer so blöd, ja, und der macht dies und was, und dann werde ich immer total wütend, ja. Und was dem zugrunde liegt, also da ist meine Erfahrung, dass es super gut ist, die Leute Augen schließen zu lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so macht, ja. Weil wenn man die Augen schließt, wird der Verstand schon mal zu guten 50% runtergefahren und man ist mehr in der Wahrnehmung. Und ich führe dann die Leute nach dem Augenschluss erstmal in die Körperwahrnehmung. Ich sage, fühl erst mal deinen Körper, ja. Füße, Beine, Oberkörper und so weiter, damit die im Spüren drin sind. Und dann sage ich, und jetzt spür mal, jetzt geh mal in diese Triggersituation rein und jetzt Das heißt, spür entschuldige, wenn ich mal. unterbreche. Das heißt, der Glaubenssatz ist für dich dann eher was im Spüren? Ja, hör mal zu. Und dann zum Beispiel die Frau mit dem Mann, ja, wenn die sagt, ich immer wenn der das sagt, da raste ich aus, ja. Und dann sage ich, und jetzt vom Gefühl her, geh mal in die Situation in deiner Vorstellung und nimm mal wahr, wie du dich da fühlst. Was ist denn dein Grundgefühl? Und dann sagt sie zum Beispiel, mein Grundgefühl ist, der will mich klein machen. Ja, und dann sind wir schon bei so einer Überzeugung. Meinst du, Ja. das wäre dann der Glaubenssatz, das wäre die Überzeugung, der will mich klein machen? Ja, der will mich klein machen. Man kann da noch ein bisschen weiter forschen, ja. Und auch fragen, woher kennst du das, ja? Kennst du das, dieses Gefühl, ne? Und dann kommt vielleicht sogar noch was tiefer liegendes, und das ist ja die Wurzel aller Glaubenssätze bei uns allen. Ich bin nichts wert, ja. So von der will mich klein machen, ich bin nicht wichtig genug, ich bin nichts wert, ich bin nicht wichtig und so weiter. Ne? Das ist dann oft der Bodensatz der Glaubenssätze. Ne? Aber man kommt da tatsächlich schneller hin, wenn man nicht über das Nachdenken, über den Verstand geht, sondern über das Spüren. Ja? Wie fühlt sich das an? Wie fühlst du dich in dem Moment? Was ist dein Grundgefühl? Und das Grundgefühl, das drückt meistens schon den Glaubenssatz aus. Und das geht relativ flott. Also das habe ich innerhalb von, wenn ich den Weg gehe, innerhalb von 2, 3 Minuten. Man fragt sich trotzdem, warum sucht die Seele, hatten wir ja vorhin, warum sucht die Seele sich sowas aus? Ich glaube, du würdest auch sagen, Leben ohne Leid ist wahrscheinlich nur theoretisch denkbar. Also praktisch vermutlich nicht erreichbar. Oder glaubst du, es ist uns möglich, ein Leben ohne Leid? Weil ich sehe dein Gesicht, da will fast was Ja sagen, oder? Also ich kann dir sagen, ich habe so viel aufgeräumt in meinem Leben. Mein Leben leuchtet vor Glück. Es ist wirklich so, ja. Und es ist nicht so, dass ich nicht auch mal Probleme hätte, ja. Aber ich habe mittlerweile so viele Möglichkeiten, damit umzugehen, ja. Und da ich so viele negative Muster, die es in mir wirklich auch gegeben hat, aufgelöst habe, alte Wunden geheilt habe, dadurch fällt es dann weg, dass man sich das quasi das Negative ständig wieder neu erschafft. Weil das wisst ihr im NLP ja auch, ja, dass wir mit unserer Erwartungshaltung quasi das permanent reproduzieren, ne? Also bist du auch der Meinung, dass wir im Grunde viel von dem, was an Glück und Unglück passiert, manifestieren? Ja, natürlich, unbewusst, meistens unbewusst, ja, meistens unbewusst. Ja. So ist das. Und deswegen ein Leben, ein gutes Leben im Glück ist möglich. Ja, also kann ich aus eigener Erfahrung wirklich sagen. Ja, und ich kann auch sagen, und das ist das Tolle, und das ist das, warum mir meine Arbeit so einen Spaß macht, ja, dass mit diesen ganzen neuen Methoden, die wir heutzutage an der Hand haben, und auch mit dem, was ich da an eigenem Konzept ja, entwickelt habe, und das hört sich jetzt so an wie ein Werbeblock, soll es im Grunde genommen gar nicht so sein. Das ist wirklich so was, wo ich sehe, auch die Teilnehmenden meiner Seminare, ja,
Da passiert so viel so schnell, ja, und die können sich so schnell rausentwickeln. Und das ist wirklich so ein Segen der neuen Zeit, ja. Und das geht nicht auf mein Konto, ja, weil ich weiß, früher, was mussten wir arbeiten, ja, was mussten wir ackern, um uns aus unserem Leid irgendwie mühsam rauszuarbeiten. Und heutzutage mit diesen Methoden, die es gibt, das ist viel, viel schneller möglich, ja. Und deswegen alle, die ein gutes Leben erreichen wollen, ja, ich kann nur sagen, mach dich auf den Weg. Es geht, es geht, es geht. Übrigens, ein kleines Werbeblöckchen darf durchaus sein in den Zeitcasts. Dafür haben wir ja auch Ja. unten drunter im Text die Homepage von dir verlinkt. Also Ja. wer sagt, da möchte ich mehr, muss nur klicken. Ja. Gut. Gut. Ich habe das Gefühl, wir haben noch einen Tick zu wenig über das Thema Spiritualität gesprochen. Ich hatte vorhin einen Impuls noch, wo du mit dieser Geste gezeigt hast und meintest, es ist nicht gut, wenn der Verstand an erster Stelle ist. Da hatte ich noch die Frage, sollte die Seele an erster Stelle sein? Ja, ich glaube ja. Ja, die Seele ist einfach dieser Teil in uns, der höchste Aspekt. Ja. Und die Seele hat einfach, weil sie zum Teil mit der geistigen Welt verbunden ist, daher, wo wir herkommen, damit, wo wir herkommen, und zum Teil mit dem Körper verbunden ist. Die Seele hat einfach einen ganz anderen Überblick. Ja. Und die Seele kann im Grunde genommen Zeit und Raum überblicken. Und wir wissen ja seit Einstein zuverlässig, dass Zeit und Raum auch nur etwas ist, was in unserer Dimension hier als Größe vorhanden ist, aber nicht wirklich existent ist. Das heißt, in anderen Dimensionen, und die Seele hat ihren Kopf in der vierten und fünften Dimension, ist Zeit und Raum nicht. Da ist alles, alles parallel da, könnte man sagen. Ja? Und deswegen, und das ist dann für unser praktisches Leben so entscheidend und so wichtig, finde ich, das zu verstehen, dass die Seele zu uns spricht über unsere innere Stimme. Manche sagen auch die Stimme des Herzens oder Bauchgefühl, ja. Und dass wir manchmal, wenn wir im Leben vor einer Entscheidung stehen, gehe ich jetzt den Weg oder gehe ich jetzt den Weg, ja, dann mehrere Stimmen in uns hören. Und dann ist die Frage, welcher Stimme folge ich, ja. Und es gibt die Stimme der Eltern, die wir ja auch mit reingenommen haben in unser System, ja, die sagt, Mensch, mach was Anständiges, zum Beispiel bei der Berufswahl, ja, wenn ein junger Mensch an dieser Stelle steht, in welche Richtung soll ich gehen? Da hört man die Stimme der Eltern, ja, was die so für gut finden und so weiter. Das ist automatisch mit dabei. Und dann hört man die Stimme des eigenen Verstandes, ja, der sagt, ach ja, guck mal, da weißt du doch, was du hast. Und die Freundin macht das auch schon und die ist sehr zufrieden damit und man verdient gut. Und dann gibt es den anderen Weg, ach, wo es einen irgendwie so hinzieht, wo man so gerne, ach, und das fühlt sich so gut an, ja. Und aber eigentlich gibt es keine vernünftigen Argumente dafür, ja. Und trotzdem spürt man da einen unheimlichen Zug. Und das ist zum Beispiel so was, wo ich sagen würde, die Seele weiß, dass es dahin geht, wo dieser Zug hingeht, ja, wo das mein Herz mich hinruft. Ja, da gibt es ja auch im Volksmund verschiedene Ausdrucksweisen dafür. Und das andere ist der Verstand, der Sicherheit will, Berechenbarkeit und so weiter, ne? Und da ist es dann im Grunde genommen im Leben immer gut, wenn man sich für den Weg der Seele entscheidet. Und wir alle kennen das auch, ja? Wenn wir uns zum Beispiel dagegen entschieden haben, verläuft das Leben meistens nicht so glücklich. Ja. Und wenn wir irgendwann noch mal den Weg wechseln, dann sagen wir, eigentlich habe ich es von Anfang an schon gewusst. Ja, das ist so diese Aussage, eigentlich habe ich es gewusst. Ne? Ich habe nur nicht wirklich drauf gehört. Glaubst du, dass Leute wie du und Leute, die so eine Arbeit machen, auch eine Lücke füllen, die die Kirchen freigemacht haben? Also die Institutionen, die sich früher mal um Seele gekümmert haben oder zumindest gesagt haben, dass sie sich darum gekümmert haben? Also ist es gewisserweise auch eine Lücke, die Religion gelassen hat? Ja, spannende Frage, Ralf. Ich frage als Ja, ehemaliger Kirchenmusiker. Ich ja, komme ja. von da.
Ja, Ich meine, guck spannend. mal, wir reden über Also. Seele, wir reden über Spiritualität und in unserer Kultur war das eigentlich über 1 bis 2000 Jahre die Domäne der Kirche. Ja, du hast Du weißt, durchaus recht. die Kirchen werden immer leerer. Es Ja. ist zu vermuten, dass sie eine Lücke hinterlassen, auch bei den Menschen, also dass da ein Platz Natürlich. frei wird. Ja, natürlich, weil diese geistige Anbindung, diese spirituelle Anbindung, das ist ja das, was viele Menschen einfach innerlich haben und spüren, was ja auch da ist, ja. Und die Kirche kann das einfach mit ihren verkrusteten Vorstellungen nicht mehr bedienen, ja. Und ich denke wohl, da hast du recht, ja. Ich habe das so noch nie gesehen, interessant, aber ich denke, da hast du recht, ja, weil die Spiritualität ja von einem ganz anderen Gottesbegriff ausgeht, ja. Guck dir an, ich meine, wenn du die Geschichten von Jesus liest, er war Heiler. Ja, Also die natürlich, Verbindung genau. von Spiritualität und Heilung ist eine uralte Verbindung. Also allen Heiligen schreibt man Heilkraft zu. Also jedenfalls Ja. bis vor 1, 200 Jahren. Ja, genau. Das Wort ist ja Ja. auch verwandt, heil und heilig. Ja, genau. Ja, genau. Ja, da hast du wohl recht. Genau. Ich denke auch. Und das Erlösende ist wirklich auch, dass das mit dem Wegfall der Kirche in dieser konservativen Art und Weise, wie wir sie kennengelernt haben, auch diese ganzen niederdrückenden Konzepte wegfallen, ne? Von Schuld und Sühne und so weiter, diesen strafenden Gott, und das gibt es ja alles gar nicht. Ja? Und dass wir wirklich auch zurückkehren können zu der ursprünglichen Lehre Jesu, ja? Der immer voller Liebe war mit allem. Außer in dem Augenblick, wo er die Geldwechsel aus dem Tempel geschmissen hat. Aber Ja, genau. das ist eine extra Ja, Geschichte. das ist eine extra Geschichte. Genau. Und da muss man sehen, dass auch Jesus, also der Christusgeist, in diesem menschlichen Körper Jesus gesteckt hat. Und da kommt dann auch wieder die Psyche mit rein, und da kommt auch die ganzen körperlichen und feinstofflichen Elemente mit rein, die auch Ärger entstehen lassen und so weiter. Ja, die Seele allein, die wird nicht ärgerlich. Ja, aber sobald sie in einem Körper steckt, ist sie verbunden mit diesen anderen Aspekten auch. Und das war bei Jesus nicht anders. Er war auch Mensch. Ne? Andrea, das sind große Themen, die wir da anpacken in diesem Gespräch. Ja, spannend. Ja, ich glaube, es ist eine gute Arbeit, die du machst mit den Leuten. Ja. Es klingt so, als wäre da wirklich Bedarf für bestimmte Antworten. Ja, und es geht um Freiheit und um Frieden. Und damit kommt auch das Glück. Gibt es jetzt noch? Huch, meine Lampe ging aus. Ich nehme das als Signal dafür, dass Ja. wir uns dem Ende nähern. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, darüber sollten wir noch dringend reden? Irgendwas, was noch offen ist, wo du sagst, das liegt dir noch auf der Seele, dass es in diesem Podcast noch einen Platz haben soll? Ich glaube, das waren eben wunderbare Abschlusssätze, die wir gesprochen haben. Gut. Das schwingt so schön. Dann danke ich dir sehr für dieses Gespräch. Ich hoffe auch, dass es vielen Leuten Freude gemacht hat und sie beseelt hat, Ja, genau. was wir gesagt haben. Und mal schauen, vielleicht ergibt sich ein weiteres Gespräch. Ich täte mich freuen. Ja, ich mich auch, Ralf. War sehr schön, sehr interessant. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich danke dir sehr. Tschüss. Tschüss.